Folge 240 von Simotrans. Hier staut sich's gerade wieder. Der hat auch noch den Bahnhof da kaputt. Und ja, der Michael Friedrich hatte geschrieben. Und zwar hat er gesagt, du hast viel zu kurze Bahnhöfe. Und wenn ich die Zahl hier unten sehe, mit fast 19 Millionen Miese, wird das wohl so richtig sein. Da müssen wir jetzt definitiv was dran tun. Wir kaufen jetzt mal... tauschen jetzt keine Loks mehr aus, sondern gucken erstmal zu, dass wir die Bahnhöfe länger machen. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat, dass wir da so miese machen. Wahrscheinlich an den nicht guten Zügen, die da durch die Gegend fahren. Das können wir hier sehen im Endeffekt, ne? Die fahren alle so Minus davor, ne? Aber eigentlich sind das relativ wenig miese. Oder waren unsere Loks jetzt alle so teuer und die Oberleitung bauen und sowas? Könnte natürlich auch sein. Ja, wenn wir jetzt so gucken, wo wir hier im Minus sind, wie ist denn das? Die Jahreszeit ist 2. September, war gerade Monatsanfang, okay. Also das Jahr ist dreiviertel her, das heißt, das ist alles gut, ne? Ja, die sind alles kleine Beträge, okay, Kleinvieh macht auch Mist, sagt man, ne? So, jetzt müssen wir langsam in den grünen Bereich kommen, ne? Hier sind ein paar stehende und dann geht schon ins Plus. Das heißt, von der Liste hier etwas mehr, so würde ich jetzt so, keine Ahnung, 60% fährt plus ein, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das optimieren alles noch. Und das sieht man hier, da ist sogar ein Zug, der kürzer ist und der hätte länger sein können. Und jetzt wird es natürlich schwierig, das zu verbessern, einfach aus dem Grunde, weil das ja viel zu kurz ist. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir Schienennetz an, um das besser zu machen? Wo fangen wir an? Das ist die Frage. Ich glaube, wir fangen hier hinten an. Da wird schon schwer genug sein, wahrscheinlich. In Riedenwald erstmal einen Bus, Bahn und sowas zu verlängern. So, 1, 2, ne, das ist Straße leider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Sieht jetzt nicht so positiv aus. Also wir können erstmal hier einen Bahnsteig erst anfangen mit. Ist ja auch okay so. Da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das managen. Also hier steht ja gerade keiner drin, ne? Das würde bedeuten, das wäre gerade sinnig, das so zu sagen. Hier sind es gerade mal 4 Haltlängen. Das ist ja ganz schlecht. Das wird schon ernst, ne? Wo baust du es am besten hin? Wo baust du es am besten hin? Also wir müssen definitiv hier raus, glaube ich. Und kommen hier und fahren darüber. Also von hier, diesen Bahnsteig, den machen wir nachher weg und machen die dann so da lang. Würde ich sagen. Nochmal Strecke hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ist auch noch zu kurz, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selbst da ist es noch nicht so prickelnd. Dann lass uns doch hier anfangen, oder? So. Und so geht's dann darüber. Und wir schließen eigentlich nur da an. Ja. Also diese beiden Gleise sind unsere Einfahrtsgleise dann. Dann sollten wir mal irgendwo was basteln, was das besagt, dass das jetzt schick wird. So, das haben wir das erste Gleis. So, zweite Gleis gleich daneben. Da kommt jetzt ein Zug, der fährt aber sehr interessant hier durch die Gegend. Wo fährt denn der? Ach, hier fährt hier ins Kurze rein, oder was? Holzgleis. Oh.
Oh, der findet jetzt aber eine ganz geile Strecke, oder? Hammer. Richtig Hammer. So, dann Bahnsteig brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Da geht nicht, ist klar. Jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall den Bahnsteig so weit, dass der bis dahin reicht. Und jetzt würde ich den da erstmal abreißen wollen. So, den sind wir schon mal los. Jetzt schnellstens hier verlängern, bevor was gebaut wird. Und das passt ja sogar auch noch. So, 1, 2, 3, 4, 5 Gleise hatten wir. Also, zack. 1, 2, 3, 4, 5 Gleise. Super. So ist es schon mal. Dann Bahnsteig. Oh, da kommt da wieder einer. Der weiß gar nicht, wo er hinfahren soll, wa? Der hat jetzt ein Problem. Ne, hat er nicht. Der wartet einfach auf ein freies Gleis. Ja. Komm, zack. So sieht es erstmal gut aus. Oberleitung dann da dran. Ne? Ah, jetzt findet er ein Gleis, was hoffentlich auch lang genug ist. Sah so aus, dass es gut geklappt hat. Okay. Da wir das jetzt ja haben und da oben irgendwo. So, der findet jetzt keinen Weg mehr, oder wie sehe ich das? Ah ne, da kommt ihm einer entgegen und deswegen kann er nicht rausfahren. Oh, jetzt fahren alle, ne? Ist klar. Das ist aber auch gut so eigentlich. Weil jetzt kann ich dem hier. Schon mal das alles klauen. Sehr gut. Also Bahnsteige müssten wir ja erstmal genug haben, ne? Ach, der ist auch weg. Sehr gut. Gut, das hat dann auch geklappt. Optimal eigentlich, ne? So, das andere Kreuz brauchen wir jetzt, weil wir hier was trennen müssen. Ah, da steht ein Zug, deswegen geht das nicht. Schade. Das geht aber. Dann können wir auf jeden Fall das Gleis mit dem Bahnsteig schon verlängern hier. Sehr gut. Quergleise fallen mir jetzt erstmal weg. Er ist noch da lang gefahren und er wartet immer noch im freien Weg, oder wie sehe ich das? Okay, dann müsste er jetzt. Oh. Nee, das will ich ja gar nicht. Oder wo wartet er drauf? Wo ist er? Hier ist er. Bedientlinie Holz. Warte, nächste Schritt Halle in Stahlwerk. Okay. Da kommt wieder einer. Okay, er hat Wartezeit gehabt. So. Und die fahren alle da rein. Das ist schon mal sehr gut, oder? Findet keinen Weg mehr. Wenn er keinen Weg mehr findet, dann muss da irgendwas nicht geklappt haben, oder was?
Ach so, der findet keinen Weg mehr, weil der Dingens. Ach so, er findet keinen Weg mehr, das ist woanders wohl. Aber der ist der gleiche. Das liegt daran, dass hier ein Haltpunkt ist und der kann da nicht hin. Das bedeutet, Lupe brauchen wir erstmal. Und die Holzlinie aufrufen und Linie ändern und der freie Wegpunkt ist dann hier zu setzen irgendwo. Und der freie Wegpunkt muss dann gelöscht werden. So. Ich hoffe, jetzt findet er den freien Wegpunkt wieder. Achso, den hätten wir auch gerade anlassen können, ne? Ja, jetzt haben wir die Schwierigkeit, ne? Okay, ist jetzt gerade mal zu checken. Ah, er hat schon umgedreht und wartet da, dann ist alles gut. Baumenü wieder öffnen. Gleis, Bahnsteig. Und warte, wir müssen erstmal die Querverbindung hier cutten. Ich weiß nicht, ob wir den schon. Ah, die fahren da oben ja raus, also muss es gehen. Da müssen wir nachher gucken, wie das wird. Hier brauchen wir jetzt erstmal ein Einfahrtssignal, das wir hier hinsetzen, würde ich sagen. Okay, der fährt jetzt nicht da lang. Und da machen wir jetzt ein normales Signal erstmal hin. Dann können die da lang fahren. So passt's. So, Querverbindung wegmachen. Das ist weg. Oh, das war nicht gut. Oberleitung dahin. Haben wir alle. Und dann dieses wieder. Alles ist weg. Das geht nur bis dahin weg und das geht bis dahin weg. So, der Hafen ist jetzt alleine. Und ja. Ich muss da jetzt eine Straße hinbauen, so leid es mir tut, aber sonst gefällt mir das nicht. Gut, Bahnsteig wieder. Ne, da hinten müssen wir noch ein bisschen was rumfreckeln. So, jetzt sieht's schick aus, oder? Und zack. So, ich glaube, jetzt ist er fertig, oder? Ach, und weil wir schon dabei sind, ne? Und hier der Kunstwerk gemacht, der Fahrgang. Machen wir so. Gut. So, Bahnhof erster umgebaut. Sehr schön, oder? Umsteigen können sie immer noch, weil die ja dazugehört. Ja, muss so bleiben, lassen wir so. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen schicker werden. Können wir so machen? Nee, lassen wir so. Aber hier machen wir mal so.
Und hier machen wir bis da oben hin auch auf jeden Fall so Oberleitung noch dran. Ne? Passt auch. Dann da ein Signal hin. Und da fehlt noch ein bisschen Strom, sonst klappt das nicht. Ach so, da könnten wir gleich schon auch anebnen. Und bis da dann machen. Und Oberleitung passt. Okay, dann das da weg. Der ist schon bis dahin gefahren. Da fehlt uns noch eine Leitung. Das wird jetzt kompliziert, was wir hier gerade basteln, ne? Schnell den Strom dahin. So passt's, oder? Der Halt ist ein bisschen knapp. Okay, müssen wir später setzen. Und jetzt fehlt uns das Ding ins Einfahrtssignal hier vorne. Jetzt passt's. Jetzt steht der da. Der steht da. Mal gucken, warum der da steht. Der steht da, weil hier der eine Zug noch nicht weiß, wohin muss, oder wie war das? Findet keinen Weg mehr, war da ja, ne? Hm. Das war er hier, glaube, ne? Aber der hat schon die Holzlinie. Und der kann schon da einfahren dann. So, dann wird der Bahnhof auch frei und dann sollte es wieder funktionieren erstmal. Zweigleisiger Ausbau steht da natürlich auch an dann. Aber jetzt lassen wir es erstmal so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir da noch dann vielleicht weiterziehen sollten. Würde vielleicht noch Sinn machen, ne? Ja, haben wir viel geplant hier. Nochmal. Da. Und das andere Signal weg. Wo steht denn das überhaupt, ne? Stand wohl da. Oh, das hat wieder gut geklappt. Oberleitung schnell dran, ne? Ach, Signal ist immer noch da. Jetzt müssen wir dieses Signal wegkriegen, ey. Wo steht das aber? Da? Ja, da kommt jetzt gerade der Zug, ist klar, ne? Und das Signal steht immer noch da. Alter. Nee, das war falsch. Ich brauche das Signal. Vielleicht hat es jetzt geklappt. Ich weiß es noch nicht. Jetzt ist das Signal auf jeden Fall weg. Spannungsleitung. Gut, dass es eine Diesellok ist. Findet keinen Weg mehr. Ja, du findest gleich schon wieder einen Weg, denke ich. So, das haben wir erstmal weg. Ohne Route. Fahrplan, Redenburg, Start. Fahren wir weiter. Geht. So, jetzt müssen die natürlich noch länger werden. Er fährt auch wunderbar hier rein. Und jetzt müssen wir gucken, wo er hinfährt. Weil das ist unser erster Bahnhof, den wir dann. Wieso hält er da an?
Oder hat er jetzt angehalten? Nee, der hat angehalten, weil ich da bin, ne? Hadexen Stahlwerk alt, das brauchen wir als nächstes. Und da müssen wir dann auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 ist das. 3, 6, 9, 12, 15. Habe ich richtig gezählt? 3, 6, 9, 12, 15. 15er Bahnlänge. Ja, sieht schick aus hier, ne? Und die Millionen werden natürlich mehr, ist klar. Dafür können wir demnächst dann einen Zug fahren lassen und nicht zwei, der dann günstiger ist. So, hier haben wir aber auch kein Problem, in einer Richtung zu verlängern, bis auf dieses Gleis. Ja, das bedeutet, wir bauen nach da raus, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, obwohl das genau schräg weiter weg geht. Dann lass uns mal Gleis nehmen. Es muss ja hier erst anfangen eigentlich dann, ne? Oder wir setzen das einfach weiter nach hinten, geht ja auch, und machen das Gleis dann dahin. Ich glaube, das ist besser. Machen wir so. Können die ja auch versetzen. Die müssen ja nicht an der gleichen Stelle sitzen bleiben. Bauen wir die erstmal um und dann gucken wir weiter. Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Das bedeutet, das alte Stahlwerk hier, den Bahnhof, den machen wir in der nächsten Folge. Wir setzen diese drei hier vorne vor, verbinden die dann nach da. Sollte auch funktionieren. Und machen die vielleicht auch doppelt so tief. Ne, das war ja wieder auch so ein Problem dann, ne? Doch müssen wir machen. Naja, weiß ich noch nicht, das müssen wir nochmal überlegen. Haltlänge 1, Haltlänge 2, das war beim Auto irgendwie immer schwierig, ne? Aber das kriegen wir dann hin. Und dann machen wir den Bahnhof hier lang und gucken auch, dass wir ihn vielleicht bis hierhin ziehen oder sowas. Und eigentlich ist es schön, wenn man so eine Durchfahrtsstrecke hat und der Bahnhof oben unten ist. Ihr wisst schon, wie ich meine. Und ich denke mal, wenn wir da hier gucken, haben wir so einen. Wo war? Da sind wir schon zu weit, dann muss er hier vorne sein. Hier, das finde ich schon relativ cool, dass die Durchfahrtsstrecke immer ohne Bahnsteig ist und die andere ist mit Bahnsteig, also außenrum. Das finde ich schon ganz cool. Diesen Bahnhof finde ich schon richtig cool eigentlich. Diese sind jetzt so, könnte man aber auch längs machen, ne? Und man sollte dann vielleicht das so machen, dass man hier die Güterzüge wirklich abstellt und hier diese beiden Gleise sind eigentlich nur für Personenverkehr zum Beispiel gedacht. Das ist dann richtig cool, denke ich, oder? Das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dingens ist ja so konzipiert, Simotrans ist ja so konzipiert, dass er den Wegpunkt erstmal anfährt. Und wenn er da keinen findet, dann nimmt er auch einen anderen. Doof ist nur, wenn er dann ja, hier einen Güterzug, also bei dem Durchfahrtsgleich oder das parallel für den Personenzug eigentlich steht, dann den Dingens nimmt. Wie heißt es? Sag schon, den Güterzug da reinstellt, anstatt dem Gleis für den Personenzug, das wäre. Naja, müssen wir gucken. Kriegen wir aber in der nächsten Folge alles hin, denke ich. Oder auch nicht, wie man jetzt hier gerade sieht, weil gerade alles zu ist. Warum fährt er jetzt hier nicht weiter? Gute Frage, ne? Ohne Route. Aha. Nee, nicht das, bloß nicht. Wenn er ohne Route ist, dann machen wir das schnell noch heile. Der hat da hinten einen Wegpunkt sitzen, der im Nirvana landet. Dahin. Linie ändern. Freier Wegpunkt, der sitzt jetzt nämlich da. Und den müssen wir jetzt umändern, das heißt einfügen, da. Er kriegt schon mal das Ziel, löschen, aber das war sowieso egal, glaube. Und er kriegt jetzt das. Und die Postkutsche ist wahrscheinlich, ne, ist auf der gleichen Strecke, dann geht's. Fahrplan. Ah, kann er gerade nicht, weil geändert wurde, okay. Aber er müsste jetzt wissen, wo er lang fährt gleich. In der Hoffnung, dass er dann da auch hinfährt, ne? Ja, spätestens, wenn wir abgespeichert haben, macht er das. Brauchen wir nicht drüber reden.
Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare schreiben. Dann können wir auch darüber diskutieren und das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wäre super, dann freuen sich alle. Gut, der Zug fährt raus, dann geht's auch. So, haben wir's. Jetzt muss wer reinfahren? Der zum Glück. Weil der, ach doch, der kennt seinen wahrscheinlich auch einen neuen Weg. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.